kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die... Okay, vielleicht ist gerade Rude Strasmuz hier, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Redux. Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaya stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Oha. Okay, dann geht's jetzt wohl los. Verdammt tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Achte auf den Bereich hinter uns, Artyom. Klar, helf ich. Auf diese Gut. Weise kommen wir schnell nach Riga. Das bringt wir jetzt nicht so viel. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! Hey, was... Was geschieht mit mir? Was? Oh, mein Gott! Artyom! Was ist das? Oh. Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden... Hunter? Leute! Was zum Teufel geht dir vor? Weiß nicht! Aufwachen, Leute! Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Verdammt, mach schneller, Junge, die kommen! Ah, oh Gott! Ah, knallt sie ab! Ihr schießt! Ich bediene den Hebel! Okay! Oh, Alter! Oh. Ich kann, ich muss nachladen, Junge! Rette mich! Ducke eh schnell hintereinander! Oh. Ah.
meine Schrotflinte! Okay, meiner! Oh! Nein! Verdammt! Oh Gott, oh Gott! Nein! Seit wann ist denn mit... Warum schieße ich mit Rechtsklick? Verdammt, sie haben ihn. Hätte ich das verhindern können? Ja! Gleich nachladen, gleich nachladen. Komm her! Was? Als ob! Nachladen. Ich bin fast an der Streckensperre. Sie ist nicht mehr weit. Okay. Nein. Verzogen. Verdammt. Was? Als ob. Komm. Was? Was? Ich lebe noch? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Oh Gott. Oh Gott. Verdammt. Oh, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Jungs. Nicht den Flammenwerfer benutzen. Bitte gib ihm eine Chance. Lasst uns ihnen den Marsch blocken. Upsi. Das war heiß. Ich brauche etwas. Ja, was brauchst du? Alter. Die Rika-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Podis zu reisen, allerdings nicht. Aber da. Dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Freunde, das hier ist übrigens Scotch. Na, du alte Grinsebacke. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf Achom. Auf mich. Auf dich. Ja, gibt's nochmal einen Schluck. Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Warum grinst du so, Alter? Verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, Das. Auf dich. Spasiba. Achom, auf dich. Da, noch ein, okay. Ja. Achom, bist du wirklich immun da gegen diese Scheiße? Mal da sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück. Und auf Alter, Jung. Jungs, ich kann auf bald nicht mehr. Gesundheit. Okay. Der Wodka haut rein. Wie der sich freut. Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren. So, gleich hier noch einholen. Wegen dir kann ich jetzt eine Menge Drinks verkaufen. Aber unser Freund Artyom. Okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Ich trinke ebenfalls auf einen Toilettengang. Auf Artyom! Schön. Na Jungs. Und Mädels. Ja, hier geht glaube ich nichts mehr. Die Party ist tot. Wir gehen runter. Ich hab meine Rechte. Lasst mich aus der Station raus. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Es interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Was geht da hinten vor sich? Sind wir denn jetzt hier?
Ich dreh durch. Ja, komm. Geben wir ihn. Vielen Dank. Wieder. Oh. Neuer Eintrag. Eintrag 2. Oh, ich habe schon 2 übersehen. Na, wobei, Riga könnte ich vielleicht den ersten noch finden. Soll ich da... Ich guck mal noch schnell, ob ich den ersten irgendwo finde, weil der müsste ja dann hier irgendwo zu finden sein, oder? Also hier... Doch, da ist er. Da ist er nämlich. Eintrag 1. Was war das? Nein. Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen. Geflüster. Gewimmer. Völlig geräuschlos und trotzdem hallt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht. Aber von so etwas habe ich noch nicht gehört. Und ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. Eintrag 2. Rischskaja. Zu Hause an der Messe hielten wir die Bewohner dieser Station immer irgendwie für Pechvögel. Ständig hatten sie Probleme, seien es ihre Schweine, die sich irgendein Getier eingefangen hatten, oder Lecks in den Tunneldecken oder eine zu heftige Feier ihrer Händler wegen eines guten Deals am Markt, wodurch alles Geld versoffen wurde. Die Leute von Riga sind nett und gastfreundlich, aber auch tollpatschig. Wir hatten immer Mitleid mit ihnen und haben uns auch ein paar Späße mit ihnen erlaubt, denn wir waren etwas Besseres. Wir von der Messe, wir kannten das Leben. Und jetzt beneide ich sie. Sie leben in Frieden, haben nicht einmal von den Schwarzen gehört. Und selbst jene, die noch davon gehört haben, glauben es nicht. Sollte ich jedoch scheitern, werden die Schwarzen diese Station in Windeseile auslöschen. Und diese fröhlichen, tollpatschigen Leute mit ihrem friedlichen, tollpatschigen Leben werden tot sein. Es wird Blut und Leere geben. Ich muss mich beeilen. Okay. Ja, in der Messestation haben wir leider einen Eintrag übersehen. Schade. Aber wir wissen, dass wir hier noch einen dritten finden können. Deswegen schön die Augen offen halten. Na, kleiner Bub. Ich sollte jetzt besser gehen. Sind Sie Artyom? Da. An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Ja. Was? Oh. Sie haben nicht einmal eine Steam Patrone? Achievement. Na gut, gehen wir. Hä? Ach, ich habe gar keine Patronen mehr? Oh, das tut mir voll leid. Oh, Kleiner, es tut mir echt leid, wenn... Ich habe trotzdem das Achievement bekommen. Nice. Oh, wie cool das hier aussieht. Damn. Saugeile Atmosphäre irgendwie. So. Voll krass. Voll krass. Wo führst du mich hin, Kleiner? Da hinten sitzt er. Also, ich gehe. Wiedersehen. Aus der... Die Jugend von heute. Komm her. Du bist Artyom, richtig? Da. Setz dich. Хорошо. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Ich bin nicht bereit. Na gut, ich warte. Aber trödle nicht herum. Junge, ich will mich hier noch umgucken. Aber den Munition nehme ich trotzdem. Und der dritte Eintrag. Sehr schön. Eintrag 3. Wir haben in der Metro ein Sprichwort. Es gibt nichts Schlimmeres als einen zufälligen Begleiter, aber ansonsten kann man sich auf niemanden verlassen. Dieser Bourbon-Typ ist echt seltsam. Warum sollte er mich brauchen? Er kennt die Tunnels offensichtlich wie seine Westentasche. Irgendwer hat ihm erzählt, dass diese Scheiße bei mir nicht wirkt und er kauft es ihm ab. Ich selbst glaube nicht daran, aber er schon. Naja, bringt nichts, darüber zu grübeln.
Ich werde einfach nur froh sein, wenn er mich über den Markt bringt, ohne mich in einen dunklen Tunnel zu schleifen. Ich meine, wir sind hier gerade erst angekommen. Ich will jetzt nicht sofort weiterhetzen. Hier ist zu. Ich will mich hier schon noch umgucken. Wir müssen eh unsere Vorräte auffüllen. Hey, Baby! Gefällt dir, was du siehst? Hey! Lass mich raten, du heißt Nadja. Sollen wir uns eine schöne Zeit machen? Sonderpreis für dich. Sonderpreis? Sade, kann ich nicht ablehnen. Okay. Komm mit mir, Süße. Aber das hat jetzt nicht 18 Patronen gekostet, oder? Ich hab jetzt noch 18. Oh, verdammt. Jetzt schließ deine Augen. Aber mach dich auf eine große Überraschung gefasst. Alter, aber wir machen es jetzt nicht, oder? Du Idiot. Jeder weiß, dass man nicht mit Niki gehen darf. Ihr Hintern ist wirklich ein starkes Stück, was? Sieht so aus, als ob deine Taschen entleert wurden. Das ist es, was man bei ihr bekommt. Dann wirst du mir jetzt ein Blatt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Sie haben jetzt nicht meine... Verdammte Niki. So, Freunde, da musste ich leider einen kleinen Cut machen. Es klingelte. Tja. Niki hat uns verarscht. Aber so ist das Leben. Warte, ich muss hier mal kurz Licht machen. Hallo? So. Gibt's hier irgendwas? Oh, was hier? Okay. Alright. Das ist der Niki Blues. Niki, du hast mich über den Tisch gezogen. Oh Niki, warum bist du so verlogen? Niki, all die Patronen sind jetzt weg. Jetzt lebe ich wie ein Penner hier im Dreck. Niki, dein Hinterteil hat mich verführt. Niki, ich hätte dich so gern berührt. Niki, jetzt reicht sich mal für ein bisschen Schnaps. Niki, du kriegst von mir einen kleinen Klaps. Das war's auch. Schön, Freunde. Na, das war doch schön. Okay, weiter im Text. Es geht wieder von vorne los. Ja, jetzt muss ich mich hier schön an die Pennertonne stellen. Geil. Toll. Ey, immer im Ernst. Ich habe jetzt gar keine Patronen mehr? Scheiße. So, hier ging es, glaube ich, zu... zu Bourbon. Geil. Schön. Das ist ja nicht so gut. Kriege ich jetzt noch irgendwie meine Patronen wieder, oder? Ich kann doch jetzt nicht so nackend ohne irgendwas... Oh mein Gott. Ich kann nicht.
Ja, aber dann habe ich Niki wirklich 18 Patronen vorhin gezahlt, aber ich meine, jetzt ist eh alles weg. Aber so ist das, Freunde. Niemals den Frauen vertrauen. Spaß, natürlich, natürlich. So, hier. Haben wir nochmal Licht. Hier gibt's halt wirklich jetzt nichts mehr, oder was? Muss doch jetzt irgendwie an Patronen rankommen. Irgendwie. Hier. Patronentausch. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Nee, ist leider nicht. Ist leider nicht. Mhm. Wie Sie wollen. Hallo. Moin. Sonderangebote, Rabatte. Hier, hier glänzt doch was. Waffen von den Schmiedemeistern. Erste Hilfe, Sekundär. Sie haben nicht genug Moon. Nee, ich habe keine Moon. Wie auch immer. Was gibt's bei ihm? Anpassen, verkaufen, eintauschen. Ich könnte Waffen verkaufen. Aber würde ich es ungern machen, ehrlich gesagt. Wie auch ihm. Wie auch ihm, ja. Hier, komm. Irgendwo. Eine Ratte, na super. Ach komm schon. Metro 2033. Und da steht auch, glaube ich... Steht da Dimitri? Luchowski? Keine Ahnung. Da kann ich nochmal schießen üben, aber ich spare mir die Patronen auf jeden Fall, Freunde. Halt. Hier ist auch nichts drin. Och, komm schon. Kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt... Was ist hier eigentlich? Komm ich hier rein? Zeigung? Darf ich hier... Was guckst du noch? Ich hab dir gesagt, dass der Boss beschäftigt ist. Oh, hör mal, jetzt wirklich? Ich kann jetzt hier nichts machen? Verdammte Niki, ey! Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die schwarze Volksgejagd. Genau genommen habe ich... Okay, na gut, dann machen wir jetzt erstmal weiter, Freunde. Dann müssen wir jetzt doch so zu Bourbon. Wir haben ja auch noch Erste Hilfe und so. Und ich weiß nicht mal, wie man die ausrüstet. Ach Quatsch, hier bin ich falsch. Na gut, wir haben alle Einträge. Ich bin bereit. Na gut, ich warte. Aber trödle nicht herum. Falsche Taste. Entschuldigung. Ich bin bereit. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Der macht irgendwie so einen miesgelaunten Eindruck. Wurdest du auch von Niki übers Ohr gehauen? Will nicht drüber reden. Okay, das war's. Habe ich hier irgendwas übersehen jetzt? Warte mal kurz. Mal überall Licht machen. Hm? Ein paar Patronen irgendwie? Ja. Ja! Ja! Sehr schön. Sehr schön. Wow. Naja, gut. Besser als nix. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Da, weiter geht's.
Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben. Aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Verdammt, ich komm nicht vor. Jetzt. Bourbon, warte. Lass mich gucken. Bourbon, verdammt! Ach, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Verdammt, Bourbon. Nicht so schnell, vielleicht liegt hier irgendwo was. Ugh! Fliegen. Aber Moon. Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Ich habe gehört, deine Mutter macht auch solche Geräusche. Warte, Bourbon! 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 Warum geht er? Hallo! Ist mir egal. Ich gehe jetzt hier reingucken. Na gut, vielleicht. Warte, okay, vielleicht kommen wir hier noch lang. Vielleicht kommen wir hier noch lang. Bourbon! Okay, ich glaube, wir kommen hier noch lang. Ich komme. Nee, wir gehen dann. Scheiße, der hätte jetzt hier gewartet. Okay, ich renne doch nochmal zurück. Ich will da erst reingucken. Verschwindet er da in seinem Loch. Oh, oh, damn! Oh, Junge! Was für Kackviecher, ey. Weiß nicht, was jetzt mit Bourbon geht. Okay. Hier musst du besonders leise sein. Im zweiten Tunnel müsste eine Streckensperre sein. Sie dürfen uns nicht bemerken. Warum geht er denn jetzt hier weiter? Warum? Hier geht's doch auch noch voll weit. Oh. So, kann ich jetzt hier speichere mal kurz. Ach, geht gar nicht. Okay. Okay, ich darf nicht in diese Löcher fallen. Ich will die... Tausche ich die Waffe? Ich glaube erstmal noch nicht. Hier noch irgendwas? Da darf man nicht reinfallen. Ja. Ne. Okay, hier geht's aber dann nicht weiter. Alter, die Atmosphäre. Gut, machen wir erstmal weiter. Gucken, ob Bourbon noch da ist.
Okay, gut zu wissen. Bourbon, Bourbon, bist du noch da? Komme, ich komme, ich komme, ich komme. Na, komm schon. Sehr gut, sehr gut. Scheiße, eine Karawane. Alle sind tot. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Okay. Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dosen nicht berühren. Mhm. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Messer. Hoppla, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Ich würde vor allem gerne mal gucken, wo es... Ich latsche überall rein. Okay, los geht's. Ah, das ist Bourbon. Selber Schwein. Da steht einer. Okay, ich glaube, er ist down. Er ist down. Sabaka! Ballert! Kommt alle ran hier! Ah, der lebt noch! Komm her! Was? Noch mehr von euch, ha? Noch mehr von euch? So, lass uns mal kurz gucken. Hier gibt es nämlich überall Kram, liebe Freunde. Kram gibt es hier. Aber ich würde gerne nochmal zurückgehen, denn, wie gesagt, da ging es noch irgendwo weiter. Hier gibt's auch noch was. Hä? Ist doch noch irgendwo... Ah ja, hier. Hier so. Er hat einen Schlüssel. Okay, weiter geht's hier nicht. Wir haben Schlüssel gefunden, Freunde. Was können wir jetzt damit machen? Und einen Spind öffnen? Nee. Was kann ich mit dem Schlüssel machen? Ja, ich gehe jetzt mal weiter. Los, Bourbon.
Gehen wir. Er ist down. Alert! Sehr gut, sehr gut. Er ist down. So, aber wofür brauche ich diesen Schlüssel? Muss doch, wozu habe ich jetzt diesen Schlüssel gesammelt? Warte mal, hier? Ah, Tresor. Oh ja, Baby. Oh ja. Okay, Freunde, wir können weiter. Jetzt bin ich beruhigt. Jetzt ist alles gut. Weiter geht's. Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich, wenn wir zusammenarbeiten. Warte. Eintrag 1. Bourbon ist definitiv nicht so einfach, wie er zu wirken versucht. Ja, er ist grob und sein Sinn für Humor ist ziemlich derbe, aber die Dinge, die er von seinen Taten erzählt, und vor allem jene Dinge, die er lieber nicht erzählt, zeigen, dass er viel zu schlau für einen normalen Schmuggler ist. Und seine Kenntnis der Situation, nicht nur in den umliegenden Stationen, sondern im gesamten Ring, ist erschreckend. All diese Gänge und Tunnels, selbst die längst verlassenen, sind ihm genauestens bekannt. Das Kämpfen liegt ihm im Blut. Das bedeutet, dass er schon einige gefährliche Begegnungen hatte. Er ist definitiv viel mehr als ein normaler Schmuggler, da bin ich mir sicher. Nein, das mache ich auf gar keinen Fall. Sehr gut. So. Ist irgendwie noch ein Eintrag? Nein. Aber Munition. Hoppa. Gasmaske, schnell. Gasmaske. Da. Komm schon, ich bin hier, ihr Scheißer. Oh, wo, 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 wo? Alter. Oh! Verrecke! Ist down! Mach! Okay. Eieiei. Warte, ich tue mal einen kleinen Gefallen. Nein, Audio nicht. Spieloptionen, Schwierigkeit. Gamma. Machen wir auf jeden Fall mal ein bisschen höher. Dass wir so ein bisschen mehr sehen. Ist ja immer noch dunkel. Alter, sie kommen! Bam, sie kommen! Bam, Baby! Muss nachladen! Neues Magazin, Jungs! Warte, ich mach! Okay, ist down. Oh, Alter, dieses Spiel! Da komme ich her. Okay.
Wow, saugeil, saugeil. Ich feier's. Ich feier es. Buch ist leider noch nicht gekommen. Ich konnte leider noch nicht anfangen zu lesen. Halt die Augen. Psst. Das ist der Militärwagen der Hanse. Die Suche nach den Banditen. Da. Hier geht es runter, Bourbon. Komm mir nach. Bourbon, kommst du? Shit. Okay, sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Ach so. Überall gucken, ob ich mir irgendwo was aufschreiben kann. Nein. Na gut. Verdammt, hörst du das, Bourbon? Komme, Bourbon, ich komme! Okay. Warte mal, warte mal. Bourbon, lass mich nicht allein! Wo ist er? Unten war... unten war nichts mehr, oder? Es tut mir leid, ich muss noch mal kurz kontrollieren. Nee, hier kann ich nur noch hochgehen. Okay. Hier liegt auch nichts. Alles sauber, wir können weiter. Oh! Das war knapp. Ich wollte mich noch schön umsehen. Wow, das war eine Fahrt. Da. Gehen wir weiter. Halt. Halt. So. Warte, Bourbon, warte. Liegt hier irgendwas? Nee. Ich kenne auch ein ganz, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das längste russische Wort ist, aber ich kenne das russische Wort für Sehenswürdigkeiten. Und das heißt Dostoprimichatsinasti. Aber ich, es war ein sehr langes Wort, aber ich weiß nicht, ob es das längste russische Wort ist. Da. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf. Gehen wir. Hast du das gehört, Bourbon? Hier gibt's nix. Oh oh. He's down. Du links, ich rechts. Verdammt, Bourbon! Bourbon! Hilf mir ab! Junge! Bourbon! Crazy, ey. Crazy, der Boy. Ich glaube, da hatte ich geguckt, ne? Ja, okay. Oh, fast runtergefallen. So! Alright, 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 alright. So. Hui. Hier irgendwo was? Nee, ich will diesen Tagebucheintrag. Jetzt nochmal alles nachladen. Bourbon? Bourbon? Ach da.
Verdammt! Als wenn Nosalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Adjon, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Da. Flashbacks. Ich hasse sie. Boah. Jeder so seine Fetische. Ah, verdammt! Ah, Bourbon! Immer! Oh ja. Ja! Jetzt bin ich glücklich. Deine Lieder sind herrlich. Komm, Bourbon! Sing nur komm. Für mich! Junge! Teufel ist mit mir geschehen. Artyom, hast du diese Lieder gehört? Boah, das wünsche ich keinem Feind. Irgendwie sind die Dämpfe doch durch unsere Gasmaske gekommen. Okay, Freunde, ich würde sagen, hier ist ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.